Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier die erste kleine Anlage gebaut. Die ist schon kaputt und wir müssen jetzt hoffen, dass wir so schnell wie möglich Nahrung heranschaffen können. Denn uns fehlt Nahrung. Uns fehlt Nahrung richtig heftig. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir so gut wie möglich alles Mögliche an Flüssigkeiten hier rankriegen. Das Tolle ist, wir haben hinten direkt Pumpen. Da können wir das rauspumpen und nach vorne leiten lassen. Das ist schon mal gut. Bedeutet zwei Gebiete. Unser Öl, ja, es baut sich langsam wieder auf. Es braucht auch immer Kohle, ne? Ja. Ich glaube, die haben auch gleich kein Gebiet mehr zum Graben, ne? So, dann können wir jetzt in der Mitte die Kohle wieder abbauen. Geringe Rittelversorgung, ja, das ist jetzt gerade problematisch. Wir bauen jetzt hier vorne direkt mal ein paar Lager für Essen und Kartoffeln. Shit, jetzt passiert mir das auch noch. Nein, das ist scheiße gesetzt. So, dann brauche ich hier noch das Depot. Ich mache natürlich jetzt hier wieder schöne Abstände zwischen. Das wird jetzt ein großes Lagersystem, dann wird das nicht automatisiert und hier schön groß gemacht, dann läuft das alles hier rein, wird gefiltert und dann dementsprechend kann es transportiert werden dorthin, wo es hin muss. Wie schaut es mit Beton aus? Aktuell ganz gut. Tun wir noch die Bagger und die LKWs mal abladen. Gehen wir eher wieder mal zur Kohle und geben denen den Bagger dazu. Mal. So. Wie schaut es mit unseren Produktionssachen aus? Ah, ein bisschen eng. Das ist aber neu, dass sie jetzt hier die neuen Infos haben über neue Teile, die da sind. Ach, ich kann nicht mal beides laufen lassen, weil die sind unterschiedliche. Das eine wird gleich im tiefen Rohr und das andere wird im flachen transportiert, genau. So. Und dann beim anderen gibt es ein U-förmiges Ding. So. Dann können wir die schon mal bauen. Dann ist das nicht schon automatisiert. Je nachdem, was kommt, geht das direkt mal in die Lager rein. Dort machen wir hier hinten aus wieder. Klar, sie kommen jetzt hin. Aber das ist eher so für mich, wenn irgendwas ist oder so. So. Das hier oben haben sie kein Wasser aktuell. Aber ich muss wieder das ganze Zeug verkaufen aus dem Lager. Das ist doch eklig. Tun aber mittlerweile auf Tonnen. Es sind nur noch 5 Monate. Oh, das ist eklig.
der gräbt schön ab, das ist natürlich perfekt. So. Hier schütten sie jetzt auf die restliche Müllhalde. So, jetzt müssen sie aber bitte anfangen, das Ganze zu clearen. Was ich nie auch noch machen muss, ist natürlich ein Wasserlager dementsprechend. Und da wäre hier hinten relativ praktischer Punkt, um ein schönes großes Flüssigkeitslager zu erheben. Das soll jetzt hier irgendwie mal so viel. So. So, und das geht dann nach hier vorne. So. Die sollen sich jetzt hier darum kümmern, dass das gut läuft. Nehme ich hier gleich den Anschluss raus. Perfekt. Da kommt jetzt die Nahrung raus. So wie das sein soll. Na, da muss ich dann in Zukunft ein bisschen rumbauen. Wenn dann hier das Wasser natürlich drüber fließt, ist es dementsprechend blöd. So, aber wenn die jetzt alle mal langsam schön groß werden. Ja, jetzt ist das Lager hier auch fertig. Perfekt. Ich brauche jetzt hier natürlich noch eine Flüssigkeitspumpe. Dementsprechend stehen. Dementsprechend hier erstmal eine. Die dann eine Rohrleitung zieht. Bis nach ganz hinten zum Anschluss. Kann ich in der Zukunft vielleicht noch eine kleine Brücke drüber machen. Dann können wir nach hinten zum Arbeiten fahren. Weil aktuell gibt es natürlich keinen Zugang mehr. Die Pumpe steht schon mal. Perfekt. Dann sollte jetzt die Flüssigkeit fließen. Und dann sich dementsprechend hier auf die Tanks ausbreiten anfangen langsam. Und jetzt kommen hier noch die Kartoffeln raus. Jetzt sind sie extrem ausgelastet. Shitty McDiddy. Nochmal 4 Bagger oder so. Okay, wir arbeiten uns hier auch gerade wie bekloppt durch, um dieses Waldgebiet zu entfernen. Ich hoffe, dass wir bald hier mal den Wassertank voll haben. Jetzt ist der voll, wie es scheint. Sie kriegen es aber irgendwie noch nicht so ganz voll, wie es scheint. Weil der Durst scheint noch nicht so. Ah, jetzt wird das Wasser vollgefüllt. Bewässerungstanks, Bodenfeuchtigkeit. Er kämpft noch ein bisschen damit, scheint so. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Wasserpumpen, wie es scheint. So.
So, achso, ich muss erstmal wahrscheinlich hier drauf. Und dann hier den dementsprechenden Anschluss machen. So. Dann geht das auch wieder. Dann können die Leitungen dementsprechend auch die hohe Performance leisten. Jetzt müssen natürlich die geupgradet werden. Und die kleinen Teile hier auch. Damit die Performance hoch bleibt. Jetzt kriegen die Tanks aber langsam wie scheint auch Wasser. Jetzt müssen wir langsam hier schauen, dass die Bäume fallen. Nicht genügend Arbeiter. Ich glaube, ich muss mal wieder hier ein bisschen Einwanderung happening lassen und so Zeugs. Ah, wir haben keinen Kohleplatz mehr. Aktuell auch nicht schlecht. Biokraftstoff, den brauche ich nicht. Ich habe noch genug Öl, glaube ich, aktuell. So, jetzt haben wir wieder Arbeiter. Ah, hier ist sogar noch Gemüse drin aktuell. Hier ist sogar noch Zeug drin. Dann dürfen sie sich hier gar nicht beschweren. Bewässerte Farmen. Da stehen halt aktuell noch Bäume. So. Jetzt muss ich wieder kurz Holz. Wie scheint tun wir das immer noch verbrauchen? So. Aktuell schaut es mit Auslastung stabil aus. Geringe Lebensmittelversorgung. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern, wenn wir hier oben die mindestens Arm aufgestellt haben, denke ich, sollten wir gut hinkommen. Da passt ja mindestens noch eine schräg hin und dann sollten wir eine relativ gute Auslastung haben. Können wir direkt mal hier das neue Gebiet hinbauen. So, dann kriegt es von mir hier direkt den so, dann kommt noch das U-förmige Zeugs hin. So. Ja, das mag jetzt anschauen, wie als ob das übertrieben ist. Ich finde das aber vollkommen logisch, was ich hier mache. Und das, was ich hier mache, ist im Grunde nur eine zukünftige Wasserleitung legen, die man brauchen kann. Und deswegen habe ich mich jetzt, mir überlegt, dass ich das hier so mache. Mit eigener Rohrleitung. Damit wir einfach hier dementsprechend das Ganze bauen können. Und das ist das hier. Und dann sollte das Ganze ein bisschen getakteter sein. Dann sollten wir hier in Zukunft auch weniger Probleme kriegen. Dann können wir vielleicht hier mal ein bisschen auskommen, damit mehr Platz ist und alles. Mit der Mine sollte das ja dann eh ein bisschen passieren. So, der erste Tank hier ist zum Beispiel leer schon. Aber als nächstes können wir gleich hier auch mal ein bisschen tiefer graben anfangen.
Also wie viel haben wir denn aktuell hier zum Abgrasen aufgegeben? Viel. Gut. Jetzt fließt hier natürlich gleich mal Wasser, wie wir es brauchen. Dann sollten wir hoffentlich bald hier auch genug Nahrung wieder drin haben. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 10 Monaten, was natürlich perfekt ist. Das ist wirklich perfekt. Dann setzen wir hier noch eine hin und dann sollten wir fürs Erste genug haben. Ich glaube, die hier unten sind sowieso ein bisschen, ja, überflüssig quasi. Ich weiß es nicht aktuell noch. Wir werden es sehen. Wie gesagt, hier ist ja alles ein bisschen eng, wenn man so sagen möchte. Hier kommt dann noch eine hin, da tun wir dann alles noch verkabeln. Dann müssen wir weiter schauen, wie wir das machen, ob wir dann noch hier eine hinsetzen, die eine extra Verkabelung kriegt. Weil es muss ja trotzdem alles hinten angeschlossen werden an die Lieferketten und alles runter. Und schaut mal, wie viel Kartoffeln. Das ist Kartoffelmania sozusagen. Die Wassertanks sind hier auch bummvoll. Also das ist jetzt... Oh, lecker Schmecker. Wenn die noch ein bisschen Dünger kriegen und alles, dann das ist natürlich dann perfekt. So. Was hast du jetzt? Der will nach da hinten. Export aus. Aus. Hier auch den Export ausschalten. Hier auch den Export ausschalten. Dann kommen die nicht gar nicht mehr dahin, auf die Idee dahinter zu fahren. Eigentlich haben wir hier unseren Wasserport. Für dementsprechende Sachen. Sammelt sich schon wieder tonnenweise das Zeugs hier. Beton ist Massen und alles. Eieieiei. Oh, schaut euch das grüne Zeugs an. Yam, yam, yam. Würde ich hierbei sagen. Das ist der erste schon wieder. Nicht genug Wohnraum. Siedlung ist überfüllt. Oh, das ist nicht gut. Erstmal hier wieder auf Pause stellen. Dann verbessern wir die Unterkunft hier. Na, schau an, das Essen hält schon 13 Monate jetzt. Unsere Fließbänder arbeiten. Wie Kartoffellager aus? Das ist eine, na, zwei sind drin. Jetzt ist erstmal wieder Gemüse-Day hier. Aber jetzt kommt erstmal hier richtig viel Gemüse an. Ich bräuchte hier noch zwei, die genau gegengleich laufen. So, jetzt gebe ich eh zum Beispiel hier mal einen Auftrag Kartoffeln und du kriegst hier Gemüse. Dann laufen die schon mal unterschiedlich getaktet. Ja, da sieht man schon, dass die zwei beide unterschiedliche Sachen machen in dem Fall. Und hier vorne kommt das ganze Essen jetzt rein. Das ist natürlich auch nicht wenig jetzt, der Tiersche, oder? Das ist ordentlich. Und ich habe schon in weiser Voraussicht sozusagen dieses riesige Lager gemacht, weil ich weiß es nicht gut, eigentlich. Also jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Stufe 2 Material und dann sollte das schon klappen. Wie schaut es mit unserem... Ah, wir haben gar kein Kupferlager angebaut, ne? 63 hat das Ding alleine auf Lager, holy shit. Hier ist ein großer Schornstein jetzt, das haben wir hier noch, Wartungsdepot Nummer 2. Natürlich perfekt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.